Hey Leute, Bade hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Spider-Man. Erstmal, ich habe ein bisschen gelogen, weil ich hatte gesagt, dass heute Rocket League kommt und nicht Spider-Man, weil ich halt dachte, dass heute der Ferrari ins Spiel kommt. Der kommt aber um 18 Uhr heute raus und das macht dann keinen Sinn. Deswegen kommt jetzt heute nochmal Spider-Man, morgen kommt dann Rocket League, wahrscheinlich kommt übermorgen auch Rocket League, weil dann kommt der Trailer raus. Das nur kurz als kleinen Einschub. Was wir jetzt machen müssen, wir müssen zu Doc Ock. Der hat gesagt, der hat noch irgendeine Errungenschaft und irgendwas gefunden. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt der Moment ist, wo Doc Ock böse wird. Weil wir wissen ja, der wird irgendwann böse. Die Frage ist nur, wann? Sie waren fleißig. Das ist erst der Anfang. Bis jetzt haben wir die Prothetik aus einem völlig falschen Blickwinkel. Bis jetzt sieht's doch alles in Ordnung aus. Warum Leute nur wiederherstellen, wenn wir sie auch besser machen können? Okay, das sollte reichen. Gut, dann mach mal jemanden besser. Bereit? Huch. Ja, der wird nicht böse, der wird nicht böse. Das ist ein guter Mann, der arbeitet hier nur so ein bisschen. Und der macht jetzt hier... Alles in Ordnung? Verdammt! Das ist alles deine Schuld, Norman, du verdammter! Er wird nicht böse. Ich weiß, wen Sie demnächst nicht wählen werden. Sorry. Oh, oh. Ich mache immer gern schlechte Witze in angespannten Situationen. Es ist ein guter Witz, Parker. Ich habe nur ein wenig überreagiert. Nein, keine Sorge. Machen Sie doch eine Pause. Ich räume hier auf und werde schon mal den nächsten Test vorbereiten. Oh, okay, er ist jetzt noch nicht... Aber es wird passieren. Man sieht hier schon die Dämonen, die in ihn schlummern. Also, ich will nicht indiskret sein, aber anscheinend haben Sie und Norman eine Vergangenheit. Wir beide waren Laborpartner im College. Tja. Und wurden Freunde. Gründeten eine Firma. Ja. Wir beide wollten die Welt verändern, nur auf verschiedene Weise. Moment. Sie waren früher bei Oscorp? Ich stecke sogar mit im Namen Oscorp. Früher in der Schule nannten uns alle nur die O's. Übrigens eine geheime Information. Und zwar habe ich gehört, dass Oreos auch nach dem benannt wurde. Ja, das ist schlecht, sorry. Von der Genetik. Er begann mit einem Projekt, das ich unethisch fand. Und es kam zum... Es wurden Anwälte eingeschaltet. Aber da müssen die doch gute Freunde werden, wenn die böse sind beide. Aber das Geld reichte nicht sehr lange. Und seitdem bin ich auf Zuschüsse angewiesen. Wenn dieses Projekt nicht funktioniert... Keine Sorge, das wird es. Ich glaube, Otto wird ein Toupet gut stehen. Weil der ist ja in der Mitte wenig Haare. Schön Toupet, dann sieht der wieder 10 Jahre jünger aus. Ja, sorry, ich habe das schon im ersten Part gesagt. Ich bin kein Fan von diesen Rätseln. Ich skippe die einfach. Weil das Spiel gibt eine Möglichkeit, das zu skippen. Ich skippe das einfach. Es tut mir leid. Ah, guck. Guck, geht doch. Ich glaube, wir haben's. Nächster Schritt. Neurale Schnittstelle. Das ist ziemlich viel Arbeit für einen ganz allein. Kommen Sie zurecht? Offensichtlich nicht, wie sich heute gezeigt hat. Ich habe nämlich noch keinen neuen Job. Ich kann sie nicht. Ich weiß, ist schon okay, keine Sorge, mir fällt schon was ein. Was ist schon Geld, wenn man die Welt verändern kann? Auf die neue Welt. Oh. Peter arbeitet umsonst. Normal gibt es wenigstens Obst und Wasser umsonst. Ich sehe kein Doktor, Obst. Ja, das wollte ich machen. Gut. Ich kann das Ah, der ist gar nicht gestorben, der kriegt jetzt hier in der Wand. Ah. Finde ich übrigens gut, dass das Spiel sich Zeit nimmt, auch für so Charaktermomente. Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Müssen wir wieder Mary Jane spielen? Ja, müssen wir wieder. Nein, das war so langweilig. Die kann ja nichts. Und das ist zum Beispiel, ist die hier hingekommen in die Ecke? Was war das? Es wäre halt ein ganz langweiliges Video, wenn ich das hier nicht cutten würde. Was zur Hölle war das? Äh.
Alter, ist der dumm? Nichts. Bist du... Vielleicht war es eine Ratte. Bist du dumm? Oh. Tombstone. Tombstone? Who? Wer ist das? Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Der sieht nicht nach entspannten Typen aus. Mal sehen, wie hart die sind. Ja. What? Wie überaus enttäuschend. Geschafft. Entwürfe. Ein Transportwagen. Ja. Das bauen sie also für Lee. Und los. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die Wuss? Hol das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay. Da war rechts noch was anderes zum Angucken. Okay. Das war viel zu leicht. Also wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst. Hier. Ach nein, das heißt, es gibt nächstes Mal. Ich muss Mary Jane nochmal spielen. Das ist wirklich, finde ich, der Schwachpunkt vom Spiel. Wenn du Mary Jane spielst oder Miles Morales haben wir vorher gespielt, ohne Kräfte, da kannst du halt nicht viel machen. So, dann krüppelst halt einfach über die Map so. Nee. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte, wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Die Spider-Girl? Spider-Woman? Nein. Woman. Kein Sidekick. Spider-Woman gibt's doch, oder? Oh. Oh nein, nicht schon wieder. Ist okay. Hey, dein Verbrechensystem-Ding. Guck mal, der Mini-Spider-Man auf der Couch. Charles Standish. Kommt mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Der Skorpion. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Ich habe wegen dem Namen gesagt. Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Nachdem die letzte Folge nur Story, Story, Story war. Was haben wir denn jetzt storymäßig bis jetzt rausgefunden? Irgendwelche Biker arbeiten mit Lee zusammen. So. Okay. Einer, man muss doch so viele Kalorien verbrauchen am Tag, ne? Mit den ganzen Akrobatik-Chefs. Wieso isst der so wenig? 10.000 Kalorien am Tag essen, damit der nicht total dünn wird? Mindestens. Der Stampfer, wann bringt der Stampfer mal was? Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen overweighted. Also war vielleicht dumm, den geskillt zu haben. So, den kriegen wir fest. Den machen wir so kaputt. Dann machen wir das. Zack. Dann machen wir das. So. Easy. Die Kämpfe sind halt nicht mehr so richtig fordernd, wenn man... Das ist halt ein Easy-Kampf. Man will es ja auch immer besser, also die Kämpfe werden mit der Zeit nur leichter statt schwerer. Oh, das ist ein bisschen ärgerlich. Aber du kriegst halt so viele Fähigkeiten und Gadgets. Das ist immer noch der höchste Schwierigkeitsgrad. Ich habe das Spiel vorher noch nie gespielt. Und ich habe null das Gefühl, dass ich hier Probleme kriege. Null. Ja gut, dann krabbeln wir mal. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Hallo. Ich wollte gerade hochsprinten. Brandbomben? Im Ernst? What?
Wo kommt das denn jetzt her? Oh oh. Nicht gut. Ich hau mal ab. Das soll nicht ja ihre Pumpen werfen. Das ist Standish. Okay, und jetzt? Das ist kein Bösewicht. Das ist einfach irgendein Hipster. Sieht ein bisschen aus wie Corrupted. Shoutout. Corrupted mit Brille. ich bin verstört. Moment, stopp. Wie ist das denn jetzt passiert? Das Gute ist, man kann sich ja heilen. Das heißt, auch wenn du fast tot bist, ist es halt noch nicht der... Oh. Nicht der Untergang. So. Ich mache die Kunst ein bisschen kaputt. Oh. Und das hier hätte vermutlich meinen Studienkredit gedeckt. Hoppala. Ernsthaft, als ich gelernt habe, dass man Leute festkleben kann auf dem Boden, danach sind Kämpfe wirklich einfacher geworden. So ein Gamechanger. Gefahr gebannt. Hinter was waren Hallo? Die hier? Nur Finanzunterlagen. Bullshit. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt... Hat Osborne doch was mit zu tun. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Mhm. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Noch ein Helikopterkampf. Hey. Los, los! Halt, der Aufzug ist... Ja. Ja. Eine schlechte Idee ist der Aufzug. Bin gleich da! Der Typ, der das Voice-Acting macht, für den Typ ist aber gut. Erwischt. Ich könnte ihn gerne beim Schreien häufiger zuhören, aber er schreit gerade nicht. Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Versuchen Sie, langsamer zu fallen. Kannst du doch, wenn du die Arme ausstreckst. Ja, ich hab dich doch. Ich hab dich doch. Alles okay? Lou. Ja, ich glaube schon. Okay, der Bodenschlag wird jetzt besser. Mit der nächsten Skillung, wenn ich möchte. Warte hier vorne. Hallo. Was macht die denn? Hat die getwerkt? Was ist denn los? Schönes Wetter, was? Ich warte mit euch Ladies mal hier so ein bisschen. Oh, nach ich Anruf, ich platze vor Ideen. Wir haben zu klein gedacht, Peter. Zu klein? Warum fehlende Gliedmaßen? Wer ist denn Peter? Ach, noch irgendwas zum Einsammeln. Richtige lautet, kannst du meine Bomben entschärfen? Ich gehe sogar den dummen Weg über Wasser. Du bist wirklich dumm. Na, ging klar, ging klar. So. Zack, 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 zack. Easy, easy. Also ich habe sogar drei Marken. Das waren so Mini-Bomben. Ist das irgendein krankes Spiel für dich? Spiele sind für Kinder. Ich bin Profi und werde auch so bezahlt. Taskmaster heißt der. Das ist Taskmaster, oder? Der die ganzen Moves kopieren kann. Der im Black Widow-Film kaputt gemacht wurde, der einfach eine Frau Cyborg war. Was hast du über Isaac Delaney rausgefunden? Sieh dir das Bild an, das ich geschickt habe. Welcher ist Delaney? Ich weiß es nicht. Wenn meine Facecam überdeckt ist, ich muss kurz meine Facecam bewegen. Musst du zur Party, um es herauszufinden. Wie gut, dass ich schon ein Kostüm habe. Für den Part mache ich mal die Musik aus, weil es ist, glaube ich, Copyright-Musik. Hallo. Entschuldigung. Mysterio. Sind Sie Dr. Delaney? Spider-Man, mein Nemesis. Dieses Mal kriegst du mich nicht. Oh nein, Rauch. Was soll ich jetzt bloß tun? Hä? Ist dir das? Das ist ein Ende, Spider-Man. Der Roleplay ist ja richtig. Jetzt hab ich dich. Hä? What the hell? Was soll das? Ich hab eine Woche an dem Helm gearbeitet. Oh. Ich muss Dr. Delaney finden. Meine lieben Kinder! Der ist aktuell übrigens im Gefängnis. Gegen den können wir nicht kämpfen. Weil es wird... Während ich gespielt habe, zumindest einmal gesagt, von Jameson. Süßigkeitenwerfer könnte Dr. Delaney sein. Warum nicht? Komm ich da hoch? Wieso kannst du Netz nicht verwenden? Du kannst auch hochklettern zum Beispiel. Ja, das ist jetzt erlaubt, na gut. Hallo. Ich suche Isaac Delaney. Ich glaube, der tanzt gerade. Da ist er. Die Echse mit dem Kittel. Deine gute Zeit. Isaac. Was hat's mit dem Drachenatem auf sich?
Schaut mal, da ist Spider-Boy. Ich bin dein Erzfeind, also kämpfen wir. Vielleicht später. Was ist denn Spider-Memme? Angst vor meinem mächtigen Horn? Wer? Was bist du? Komm schon. Hey, kämpf! Kein um Spider-Man! Wow. Was willst du? Spider-Man, werf den weg. Du bist 30 Mal so stark wie der. Das ist ein bisschen extrem, was Spider-Man da macht, aber gut. Hinter. Was willst du? Nein, was machst du, Spider-Man? Als du dich von diesem einen Dulli aufhalten lässt. Du bist. Sorry, hast du verdient. Super inkompetent, hast du verdient. Stopp die doch, Spider-Man! Die Waffen sind eh nicht echt. Zurück, jetzt! Lass ihn los! Ja, gut. Ciao, ciao. Ich wollte den Move nur mal ausprobieren. Da ist Dr. Ah, da ist er doch. Kannst du nicht durchs Fenster springen einfach? Na gut, das Spiel will das nicht, deswegen geht's nicht, aber eigentlich hätte er das safe machen können. Der hat noch den Schwanz vom Kostüm. Wer sind Sie? Oh, das ist Martin! Haben wir unseren ersten Kampf mit Martin? Wir haben nicht viel Zeit, Isaac. Sag mir seinen Namen. Oh! Der ist in seiner anderen Form. Der Martin-Form. Die Show ist vorbei, Lee! Was? Oh, anscheinend ist die Show noch nicht vorbei. Oh, what? Hat der Spidey-Sense mich nicht gewarnt? Sein... Name. Dr. Morgan Michaels. Morgan Michaels. Danke. Ja, schießt sich selbst. Oh, wow. Nein. Doch. Nein! No! Damn, das ist dark. What the hell? Eieieiei. Oh, das ist noch ein Dicker. Oh. Wo kommt der denn her? Ich bin ziemlich tot. Okay. Regeneration. Okay. Es ist echt schwer zu sterben mit den ganzen Heilen. Es ist wirklich schwer zu sterben. Hätte ich nicht gedacht. Das waren alle. Ich muss Lee finden. Ja, der ist weg. Der ist weg. Aber Lee hätte uns einfach killen können. Oh, der macht noch mehr Schritt. Okay, er stiftet Chaos. Ja gut, das ist halt, wenn du ein Held bist, dann machst du halt so einen Schritt, ne? Ich war einfach, also... daran merkst du, dass ich kein Held sein kann. Ich wäre einfach jetzt zu Martin gerannt. Aua. Der macht so viel Schaden? Und den Reno macht er auch. Das könnte sacken. Der hat eben schon genervt. So. Alter, kannst du mal down gehen? Soll das, soll das ein Bosskampf sein? Da wir jetzt eine Zwischensequenz noch hatten? Ne, der ist weg, ne? War dann Miniboss. Ja, Martin ist weg. Habt ihr ihn gefunden? Aber was hat's mit Teufelsatem auf sich? Alle Spuren deuten auf Norman Osborn. Zeit, ihm einen Besuch abzustatten. Oh, nice. Okay, wir können es nur noch ausprobieren. Ich glaube nicht, dass er dir was erzählt. Hatte nicht vor, ihn zu fragen. Wie können die mich verfehlen jetzt halt? Ich reiche ja nicht mal aus. Sind die schlecht? Sind die scheiße? Das zweite Modul. Okay. Was? An alle Agents. Jemand greift auf eins unserer Subsysteme zu. Zweite weg. Oh, jetzt kommen noch Babys. Ungünstig. Ich mach schnell. Ich weiß, wo Charles Standish sein könnte. Wenn ich ihn treffe, kann ich ihn zum Reden bringen. Er wusste über Dr. Delaney Bescheid, also wohl auch über Morgan Michaels. Okay, okay. Mach einfach nichts Verrücktes. Oh nein, es kommt wieder eine Sidequest mit ihr gleich. Nee! Ja, das machen wir heute nicht mehr. Da habe ich nicht... Aber ich will rausfinden, was es mit dem Teufelsatem auf sich hat. Jetzt habe ich Zugang zu Normans Büro. Ah. Von da auf Tinken
Verrückt. Sigurd. Die Welt. Okay, hat... Der... Na gut, Vorteil ist gut. Nachteil, hat alle Ratten getötet, an denen wir es getestet haben. Gruselig. Hoppala. Stopp. Oh je. Yeah. GR27 ist der Teufelsatem. Er soll Krankheiten heilen, aber im aktuellen Zustand ist er wie eine Biowaffe. Der Teufelsatem ist einfach ein Medikament, was noch nicht richtig funktioniert. Wir werden da jetzt Mary Jane finden. Mary Jane wird sagen, oh Junge, was gerade vor 7 Minuten passiert ist, das war aber ganz schön spannend. Und dann müssen wir da rumschleichen. Überricht von der Museum Mile. Wo bist du, MJ? Die schleicht hier rum? Mist. Ah, hat natürlich nicht geklappt. Nein, jetzt, nein, 15 Minuten vor. Ich will ein Pferd umtreten. Das ist so dumm. Das ist erzählerisch auch so dumm. Ich weiß, also... Lang genug? Lang genug, weil die alle dumm sind. Das ist alles Trottel. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles klar. Ich achte gar nicht mehr drauf, was die machen. Ich renne da einfach durch. Ah, ich kann hier an allen vorbei. Ja gut, dann gehe ich einfach hier lang. Los jetzt. Okay, der war weit. Ich habe einfach den dümmsten Weg gewählt dafür. Guck mal dahin bitte. Danke. Ja, viel besser. Moment! Nein, ich war doch gerade fast im Zelt. Ich war doch fast im... Okay, keine Vorkommnisse, Zentrale. Gut, und jetzt gehe ich rein. Ja, okay, nur um da auch gestellt zu werden. Aber gut, wir sind drin. Der sitzt aber recht entspannt, ehrlich gesagt. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen, noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Spider-Man kommt eh durchs Dach geflogen gleich, oder? Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich. Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen Sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zum... Er gehörte nicht zu Sable. Definitiv. Und nur so kleine Happen. Wir wissen jetzt, dass das eine halt so ein Mittel ist. Der eine Doktor trägt das, aber wo der Doktor ist und alles, keine Ahnung. Dann machen wir nächstes Mal weiter. Beim nächsten Video werden wir herausfinden, was damit auf sich hat. Wir haben übrigens jetzt auch schon 44% vom Spiel geschafft. Geht sehr schnell nach oben gerade, der Fortschritt. Gut. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Halte X gedrückt und in eine Richtung... Oh, Lufttricks. Buddy. Okay. Ja, wir sehen uns dann bis zum nächsten Mal. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Es kann, wie gesagt, sein, dass ihr 2 Tage lang nicht Spider-Man kommt. Was? Nein, wir werden meckern gerade, ist egal. So, sie meckern. Gut, bis dann, Leute. Und ciao.